der deutschen Sprache gibt es viele interessante Worte. Und eines, über das ich kürzlich nachdachte, ist das Wort entschlossen sein. Wenn man entschlossen ist, etwas zu tun oder auch etwas sein zu lassen, man den Willen gefasst hat, ich werde das tun. Weißt du, entschlossen ist ja das Gegenteil von verschlossen. Etwas ist aufgeschlossen, entsperrt, entriegelt. Ja? Und das, was vorher nicht möglich war, weil es verschlossen war, ist auf einmal möglich, weil es entschlossen ist. Weil die Person entschlossen ist, etwas zu tun. Ich finde das einen interessanten Zusammenhang. Wenn du entschlossen bist, in deinem Leben etwas zu tun, dann kannst du es auch tun. Sei entschlossen. Das heißt, lass dich von den Dingen deines Lebens nicht zurückhalten. Lass dich nicht verschließen in beispielsweise Dinge, die andere über dir ausgesprochen haben, in Begrenzungen, die du vielleicht selber siehst, in irgendwelchen Dingen, die dir unmöglich scheinen. Sondern sei kühn, sei entschlossen, in die Freiheit hineinzugehen, die Jesus für dich hat. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Jesus hat das Gefängnis, in dem wir drin sind, aufgeschlossen. Wir können komplett frei sein in jedem einzelnen Lebensbereich. Und deshalb fordert uns die Bibel auf, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Das bedeutet, lass dich nicht wieder einschließen. Lass dich nicht wieder verschließen. Beispielsweise indem irgendjemand irgendetwas über dich sagt. Du kannst das nicht. Du bist zu dumm, du bist zu dick, du schaffst das nicht oder was auch immer. Lass dich davon nicht bestimmen. Sei entschlossen, in der Freiheit zu bleiben, die Jesus für dich hat. Sei entschlossen, weiterzugehen in das, was er für dich hat. Sei entschlossen, das zu tun, von dem du weißt, dass er möchte, dass du es tust. Sei entschlossen. In dem Sinne glaube ich, Gott hat mehr für dich.